Willkommen zurück bei Subnautica, wo es darum geht, heute den Weg nach draußen zu finden. Und ich glaube, das ist er. Hoffen wir es mal jedenfalls. So, also wir hoffen, dass ich den Weg nach draußen finde und nach dem Intro kämpfe ich mich hier raus. Das sieht aber gut aus, da geht's richtig hoch, ne? Auf alle Fälle weiß ich ja jetzt, dass es unten reichlich Titan noch abzubauen gibt. Dass es eine Lavasohle gibt. Wir wissen, was es mit den Teleportern auf sich hat. Dass so eine Art Eliminierungspolizei ist. Und dass wir dringend die Verseuchung loswerden müssen. Da sind wir doch schon näher am Scanner wieder dran. Oh, und da ist die Basis. Ein Moment zu früh. Oi. Das war knapp. Gebaut. Das kann ich alles mal später sortieren, wenn ich hier genug Material gefunden habe. Muss ich mal gucken, was man am besten an Bord von dem anderen nimmt. Inaktiv. Alles klar. Wasser ist auch wieder hergestellt. Okay, aber einmal ein bisschen hier im Lost River gewesen und schon ist das Problem, dass der Bioreaktor leer war. Hält wohl doch nicht so lange. Okay, die haben sich richtig gut vermehrt.
Okay, was heißt das? Das ist wieder so ein komischer Funkspruch, den keiner versteht. Wer weiß. Deswegen, ich wollte schon sagen, warum verliere ich denn so viel Energie? Eigentlich müsste ich ja noch mal in den Lost River runter, ne? Wenn wir ehrlich sind, da ist natürlich noch mehr. Systems online. So, alles wiederhergestellt, jawohl. Jetzt ist die Frage, was planen wir jetzt? Eigentlich müsste ich ja noch mal in den Lost River runter.
Ein Schwefel befunden. Eje, ist das weit weg. Okay, aber dieser Treffpunkt Trockenes Land, da muss ich halt eben auch nochmal hin. Weil da halt eben was liegen geblieben ist. Computership, Fasergewebe, Silbererz, Titanerz. Wieder das Kupfer weggelegt hier, ne? Fasergewebe, Gummi. Gehört doch alles da drüben in die Basis eigentlich. So, einmal Kupferdraht. Gold und Anprobe habe ich die jetzt. Silber und Gold. Na super. Und ich glaube, da ist gerade Subnautica abgeschmiert. Oh. Habe ich gespeichert, als ich zurück war oder nicht? Okay, dann würde ich sagen, gibt es hier einen kleinen Cut und dann gucken wir mal gleich, ob es irgendwie weitergeht.
So, die gute Nachricht ist, Subnautica ist nicht abgestürzt, sondern der Controller war einfach leer. Aber erstmal Panik. Wie immer. Bei sowas, ne? So, den haben wir auch. Die Energie verbraucht sich aber echt geschwindend. Geschwind! So, Entscheidungsnotstand, was wir machen. Zum einen würde ich ja gerne da hinten nochmal auf das verlassene Island. Dann von hier aus in den Lavakrater. Auch verlockend. Große Frage, was ist das Beste, was man hier machen kann? Welcome aboard, Captain. Eigentlich den Lost River weiter erkunden, oder? Also, ich bin gerade echt unschlüssig, womit ich weitermachen soll. Also Dragon hat mir ja gesagt, dass ich den Wasserfilterer vergessen habe. Wobei, noch ein bisschen Titanfarm schadet auch nicht, damit ich die nächste Basis bauen kann. So, und ich müsste noch Erweiterung bauen, ne? Zyklop habe ich Zyklop Erweiterung Maschineneffizienzmodul habe ich ja, Schildgenerator und Sonar muss ich noch finden. Das wäre auch so eine Option, was ich machen könnte. Wärmereaktor, das Kyanid, da müsst ihr auch mal nachsuchen. Viele, viele Sachen. Hm? Da brauche ich auch leider Kyanid für. Das nächste große Material, was mir fehlt. Und ich könnte vielleicht schon mal die Neptun-Startplattform bauen. Wüsste ich langsam ja auch ja genug Sachen für zu haben. Und dann mal gucken, was dann als nächstes fehlt. Also, ich überlege mir mal für die nächste Folge, was als nächstes sinnvoll ist.
glaube, Titan wird wirklich benötigt. Aber man merkt gerade gar nicht, dass ich eigentlich total unschlüssig bin, was als nächstes sinnvoll ist. Okay, Batterien sind drin. Stasisgewehr ist ausgerüstet. Tja. Gut, also, ich überleg's mir. Höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal nochmal die Höhle am Lost River und dann die andere Seite angucken, wo diese ganzen Riesenskelette lagen. Das interessiert mich auch noch. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Wasser mitnehmen, aber das entscheiden wir beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Subnautica und ich mich entschieden habe, wo es weitergeht. Also, bis dahin. Ciao, ciao.